Folge Chili con Carne. Wir kochen, sie genießen. Let's go. Oh yeah. Bevor wir anfangen, checken wir erstmal unsere Zutaten, holen ein Brett, nehmen scharfes Messer aus der Schublade, waschen die Hände, haben wir zu naschen Getränke und haben wir auf dem Handy noch genügend Guthaben. Spaß beiseite, wir fangen an, die Zwiebeln zu schälen, schneiden sie in Würfel, um dann diese zu nehmen. Vorher Topf mit Öl erhitzen und farbig anbraten, das Hackfleisch hinzugeben und dann mal warten, bis es anbrät, nehmen Paprika und schneiden sie, geben sie in den Topf und wieder das gleiche Spiel. Dann Tomatenmark, lassen es etwas anrösten. Es wird die Kraft sein, aus der wir dann schöpfen. Wir füllen das Ganze auf mit passierten Tomaten, kochen es auf und wir können schon starten, indem wir mit Knoblauch, Zucker, Salz und Pfeffer. Mit Paprikapulver schmeckt's halt noch besser. Abschmecken für die Schärfe sorgen die Trendsetter, Tabasco und Chili dazu, vor allem Cayenne. Pfeffer lassen es auf mittlerer Flamme dann weiterlaufen. Nach circa 30 Minuten können wir auch dann einfach schauen. Eventuell nachschmecken, dann die Bohnen hinzugeben. Könnt ihr an meinem Blick schon die Lust sehen. Wir lassen die Bohnen noch paar Minuten mitgarnen. Weder richtig scharf oder willst du Sprit sparen? Wenn es zu mild ist, schärfst du es am besten nach. Am besten schmeckt es durchgezogen am nächsten Tag oder verzehr es gleich, das liegt allein an dir. Meine Empfehlung: in tiefem Teller mit Baguette serviert. Wir wünschen guten Appetit. Oh yeah. Die Rap-Koch-Show verabschiedet sich, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal.